Ich glaube, es ist ein ganz großer Fortschritt, dass wir, nachdem es sehr schnell gelungen ist und viel schneller als vor 10 Jahren in der Schuldenkrise, die die Europäische Union deshalb damals umgetrieben hat, eine Einigung herbeizuführen über ein erstes 500-Milliarden-Paket, dass wir jetzt ein zweites auf den Weg bringen können. Das erste Paket hatte sehr klare Konturen. Es geht um die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen mit der Europäischen Investitionsbank. Es geht darum, Kurzarbeit möglich zu machen in allen Ländern, die das auch nicht haben. Und es geht darum, dass wir einen Weg finden, wie wir sicherstellen können, dass die Finanzierung der Staaten besser gesichert ist durch den europäischen Stabilitätsmechanismus. Aber wir alle wissen, es braucht einen weiteren Fortschritt. Wenn die Lockdown-Phase zu Ende geht, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass es mit Europa wieder aufwärts geht. Deshalb hatten wir schon besprochen, dass es einen Recovery Fund geben soll. Die Diskussion darüber ist im Gange und es ist gut für den notwendigen Konsens in Europa, dass Deutschland und Frankreich einen gemeinsamen Vorschlag zu dieser Angelegenheit machen. Dieser neue 500-Milliarden-Fonds wird uns in die Lage versetzen, dass Europa gemeinsam aus der Krise wächst und auch wieder stärker wird. Das, glaube ich, ist eine sehr gute Botschaft, nicht nur im Hinblick auf Wirtschaft und Beschäftigung, sondern auch für die Zukunft der Europäischen Union.